Leere Rohre bedeuten Zukunft. Wenn wir solche Rohre unter allen Straßen liegen hätten, könnten wir den Breitbandausbau überall hinbringen. Das Leerrohr des Jahres für leere Versprechen geht an Bauminister Groschek und die Landesregierung. Herzlichen Glückwunsch für die unterlassene Ausbauleistung. Die Landesregierung verspricht zwar eine digitale Agenda, aber wartet ab und denkt, dass der Breitbandausbau irgendwie von alleine funktioniert. Dabei könnte Minister Groschek überall, wo eine Straße aufgerissen wird, wo es sowieso eine Baustelle gibt, solche Leerrohre mitverlegen. Und zwar unabhängig vom jeweiligen Anbieter des Breitbandes. Das spart Zeit, das spart Geld und das spart Baustellen, weil die Straßen nicht immer neu aufgerissen werden müssen. Jeder kann dann jederzeit die kostengünstig verlegten Rohre mieten und Glasfaserkabel durchziehen. Das gibt mehr Wettbewerb. Das freut nicht nur die FDP. Das bindet die ländlichen Regionen an. Das freut nicht nur die CDU. Freifunker können die Rohre nutzen, um kurze Strecken zu überbrücken. Das freut uns alle. Aber Herr Groschek und Frau Kraft machen es einfach nicht. Sie machen es nicht. Sie warten auf die Telekom oder so. Die könnte man auch fördern. Ist aber nicht so effektiv. Also sie warten. Und sie warten. Und warten. Na komm, wir fangen schon mal an.